Spiel 1 in der Viertelfinalserie Löwen Frankfurt gegen die Ravensburg Tower Stars. Endlich geht es wieder los, die fünfte Jahreszeit in Frankfurt beginnt. Zwei Wochen Vorbereitung liegen hinter beiden Mannschaften. Und heute gilt es für unsere Löwen, mit einem Sieg gut in die Playoffs zu starten. Auch die Fans sind in bester Playoff-Stimmung und präsentierten vor Spielbeginn eine tolle Choreografie. Und die über 5500 Zuschauer sahen zu Beginn eine starke Frankfurter Mannschaft. Nick Mazzolini verzieht knapp. Danach erst Marc Schaub und dann Nils Wiesegang, der die Scheibe nicht im Tor unterbringen kann. Es entwickelte sich eine hitzige Partie, in die nun auch die Oberschwaben besser reinkamen. Patrick Baum auf Austin Smith und der steht im Slot ganz frei. Die Führung für Ravensburg nach exakt 12 Minuten. Aber noch vor der Pause sollte die Antwort der Löwen kommen. Martin Wasch von der Blauen und Lenny Gehr fälscht die Scheibe unhaltbar ab. Der verdiente Ausgleich und das erste Playoff-Tor für die Hausherren. Damit rein in einen turbulenten zweiten Abschnitt. Es sollte viele Strafzeiten auf beiden Seiten geben. Hier der Check gegen Dennis Reimer und die Löwen danach mit zwei Mann mehr auf dem Eis. Und das nutzen sie aus. Mazzolini auf Richie Müller, der zunächst scheitert, aber im zweiten Versuch tuddelt die Scheibe über die Linie. Die erstmalige Führung für die Hausherren nach 28 gespielten Minuten. Der Goldhelm der Löwen setzt seine Torejagd auch in den Playoffs fort und erzielt seinen 41. Treffer in dieser Spielzeit. Die Freude sollte aber nicht lange halten. Drei Minuten später, die Tower Stars im Angriff und ausgerechnet Radek Restan trifft zum 2:2 Ausgleich. Danach diese Szene, Justin Kirsch trifft seinen Gegenspieler im Gesicht und bekommt dafür eine Spieldauer-Disziplinarstrafe wegen hohen Stocks. Frankfurt somit 5 Minuten in Unterzahl. Und durch eine weitere Strafe gegen Henry Martens waren die Löwen sogar mit 2 Mann weniger auf dem Eis. Aber sie verteidigten das sensationell und überstanden diese kritische Phase ohne Gegentor und wurden mit tosendem Applaus in die zweite Pause verabschiedet. Das Momentum lag nun auf Frankfurter Seite. Martin Wasch auf Nils Wiesegang und der bleibt ganz cool. 3:2, Tor in Unterzahl. Die Eissporthalle tobte. Unmittelbar danach böser Check gegen Dennis Reimer direkt vor der Frankfurter Bank. Und folgerichtig 5 plus Spieldauer für den Ravensburger Hans Detsch. Das sollte den Löwen in die Karten spielen. Schöner Spielzug über Richie Müller. Und David Elsner hat leichtes Spiel. Die Vorentscheidung, keine Abwehrchance für Matthias Nemec. Und somit gewinnen die Löwen Frankfurt ein unfassbar mitreißendes Spiel, verdient mit 4:2 und gehen in der Serie 1:0 in Führung. Am Sonntag spielt 2 in Ravensburg, bevor am Dienstag beide Mannschaften wieder in Frankfurt aufeinandertreffen. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.